Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Let's Play Pokémon Violett. Aha, sehr interessant. Haha, cool. Ja, wir sind ja gerade in der Pflanzenarena und werden natürlich auch hier die Arenaleiterin besiegen, weil ich benötige unbedingt, wirklich unbedingt, das VM-Zerschneider. Ich weiß allerdings echt nicht, wo ich das herbekommen soll. Flügelschlag! Wow! Wunschtraum? Was ist bitte Wunschtraum? Egal. Spalbini erreicht Level 19 und ich glaube mit Level 20 entwickelt sich's. Doppelteam? Nein. Und als nächstes kommt Gnilz. Jetzt sehe ich, was Wunsch stehen kann. Das ist ein Wunschtraum. Der hätte bei Nils KP aufgefüllt. Wenn Nils ein paar KP weniger gehabt hätte. Spieler besiegt Teenager Jeff. Pflanzen-Pokémon sind sehr stark, auch wenn ich verloren habe. Ja, klar, gut, okay. Oh, toll. Mir liegt großen Wert auf Natürlichkeit. Deswegen ist in der Arena auch alles natürlich Rohstoffe hergestellt. Da stehen Bäume. Ah, bitte. Ein Lorblatt! Das ist die Entwicklung von Endivie. Flügelschlag, Balbini! Ne, obwohl Schwalbini so ein übles, so viele Level unterhalb von Endivie ist, haut es, Endivie, obwohl es so, ah, nicht Synthese, obwohl es wirklich so viele Level Unterschied hat, 5 Level, haut Schwalbini hier Lorblatt weg. Wenn es hier halt immer Synthese einsetzt, ist das auch scheiße, ne? Flügelschlag. Müsste nicht mal der Reflektor nachlassen? Jawohl. Und nochmal Flügelschlag. Nein, mein Schwalbini ist vergiftet. Ey, ohne Scheiß, das war mies. Das war richtig mies. Aber dafür bin ich jetzt besiegt, Blablatt. Schwalbini erreicht Level 20. Spieler besiegt Picknicker Miguel. Sogar die Wände sind aus Holz. Aus dem Silvana-Wald. Jens gewinnt 334 Pokédollar und Schwalbini entwickelt. Nö. Ich hätte jetzt wirklich gewettet, dass sich Schwalbini entwickelt. An den Hecken hier wachsen manchmal sogar rote Beeren. Ja, von mir aus soll's doch. Eine Herausforderung von Göre Charlie. Göre Charlie. Flammenradattacke. Und Owei ist weg vom Fenster. Und der nächste bitte. Ohne Scheiß, das ist kein Pflanzen-Pokémon. Das hat hier nichts verloren. Ohne Scheiß, ein Snubbel in der Pflanzenarena. Was hat ein Snubbel in der Pflanzenarena zu suchen?
Erzähl es nicht mir, aber manchmal esse ich diese Bären, wenn ich hungrig werde. Aha. Ich muss ganz kurz ins Pokémon Center. Ich möchte mal Schmalbini heilen. Schmalbini, halte durch! Wie heilen deine Pokémon? Machen sie wieder fit. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Okay, mache ich. Wir kaufen einen Supertrank und einen Superball. So, jetzt holen wir uns die Arena. Also die Arena-Leiterin. Oh, echt jetzt? Egal, das ist ja nicht so tragisch. Jens, wie schön dich hier zu treffen. Du brauchst wohl den Rankenorden, um den Zeitwald zu meistern. Auch wenn ich ihn dir nur zu gerne kampflos überreichen würde, damit du Team Violett vertreiben kannst, muss ich die Regeln befolgen. Folge mir in die Arena. Nun gut, der Kampf in der Sylvania Arena möge nun beginnen. Der Herausforderer Jens tritt an gegen mir. Denke nicht, dass ich mich zurückhalte. Ich gebe alles. Ja. Arena-Leiterin Mia setzt ein Bisa-Knosper ein. Und ich setze meinen JK ein. Flammenrad-Attacke. Bye-bye, Bisa-Knosper. Als nächstes kommt Karpilz. Und ich setze wieder Flammenrad ein. Und auch Karpilz sagt Bye-bye. Als nächstes kommt Kapalores. Das könnte jetzt schwierig werden. Eben, weil Kapalores ist kein reines Pflanzen-Pokémon. Kapalores ist nämlich auch halb Wasser, soviel ich weiß. Aber wir haben es besiegt. Castadur, da wechseln wir jetzt mal zu unserem Schmalbini. Schmalbini soll auch was davon haben. Flügelschlagattacke. Und Flügelschlag bringt fast gar nichts. Okay, wechseln wir wieder zurück zu unserem JK. Unser JK bringt deutlich mehr. Ach du Scheiße! Das hat ja gerade... Hallo? Das hat ja gerade beim ersten Mal extrem viel abgezogen, oder? Täusche ich mich da. Flammenwurf-Attacke. Und es ist weg. Rauhaus von Kassatur verletzt Dirk. Ja, so wie er soll sein. Spieler besiegt Arena-Leiter Mia. Unfassbar, unglaublich. Jens gewinnt 1393 Pokémon. Dieser Kampf war wirklich überragend. Den Rankenorden hast du dir richtig verdient. Jens hat den Rankenorden erhalten. Nun hast du wirklich bewiesen, dass du es mit Team Violett aufnehmen kannst. Nimm außerdem noch diesen. Technische Maschine, sie wird deine Pokémon stärker machen. TM19. Jens packt den
Diese technische Maschine enthält Gigasauger. Sie fügt deinem Gegner Schaden zu und stellt die Kraft des Anwenders gleichzeitig wieder her. Die perfekte Waffe im Kampf gegen Team Violett. Ich bitte dich, rette den Wald, vertreibe diese bösen Menschen. Ja, von VM Zerschneider hat sie nichts gesagt, oder? Weil den Zerschneider habe ich immer noch nicht. Danke, deine Pokémon sind wieder top-tip, komm jederzeit wieder vorbei. Okay, aber eigentlich ist der zweite Ort der, mit dem man dann den Zerschneider einwenden kann, im Normalfall. Ja, das war nicht so geplant. Darum gehen wir jetzt einfach mal da hinten nach oben. Ein Astrainer hat seine Pokémon stets ausgewogen zu trainieren. Bist du ein Astrainer? Ja, er ist ein Astrainer. Ich hasse Astrainer. Und ich hasse Glutexo. Vor allem hasse ich Glutexo, aber wirklich. Kopflosattacke! Ja, es geht. Nochmal Kopflos! Bye bye Glutexo! Der nächste bitte. Als nächstes kommt Vati. Nein. Bei Vati wechseln wir nicht. Definitiv nicht. Flammradattacke. Hoffentlich hat Vati nicht Statik drauf. Ich hoffe, es kann keine Statik. Was macht's? Donnerwelle. Super. Ja, ich wechsle jetzt das Pokémon. Und zwar kommt jetzt Schwalbini. Los, Schwalbini. Ein Flunkiefer. Das ist, soviel ich weiß, eine Pflanze. Oder auch nicht. Ruckzucki. Toll, es bringt alles nichts. Georgs, kannst du helfen? Intensität. Passt. Ein Scaraborn. Der ganz Schwalbini natürlich. Als Scaraborn ist ein Käfer, ein Hirschkäfer. Ein Hirschkäfer mit Nachthieb. Ja, super, die Top-Genesung ist scheiße. Da muss ich das Pokémon wechseln. Sonst beißt es ins Gras. Vorher Schlag hinter dem. Ich meine, hallo, es ist ein Käfer. Soll aufhören mit diesen Vogelattacken hier. Schwalbini erreicht Level 21. Und wir besiegen den Astrainer. Ein wildes Sichlor. Flucht. Schaufler, wie hart! Dieser Ort trägt den Namen Felsige Ödnis. Zu Recht, in dieser Savanne findet man interessante Pokémon. Na, ja, es geht. Ich finde die Pokémon jetzt nicht gerade so übel sprickelnd, muss ich sagen. Aber jetzt wollen wir mal schauen, was wir für VMs und TMs haben. Kugelsaat, Gigasauger, Schaufler und Felsgrab. Den Schaufler könnte ich heute allein setzen. Mankey, genau, Mankey kriegt den Schaufler. Mankey kriegt den Schaufler und Georgs kriegt den Schaufler, oder? Ja, schon.
super. Und ich habe keinen Schaufler. Falsch, ich habe kein, ich habe keinen Zerschneider. Da weiß ich aber auch nicht, wie es weitergehen soll. Ich würde ja gern. Ja, der Schneider kann ja eingesetzt werden, eben. Ach übrigens, hier lag das Sonderbonbon, ne? Für alle, die es Ah ja, gut, okay. Heben ohne Zerschneider komme ich nicht in den Wald rein. Das war mir schon klar. Mal schauen, ob ich mit Mia reden kann. Vielleicht weiß sie, vielleicht kann sie mir einen weltbewegenden Tipp geben. Du hast unfassbar gekämpft. Team Violett sollte für dich kein Problem darstellen. Ja. Team Violett sollte für mich kein Problem darstellen. Ja, das. Das tut es auch nicht. Nur wie gesagt, ich habe keinen Zerschneider. Was machen wir da jetzt? Also entweder bin ich jetzt durch oder ich bin noch nicht durch. Das ist halt die Frage, ne? Ob ich schon durch bin oder nicht. Mariana City, was haben wir hier? Weiß ich nicht. Route 3. Oder eigentlich Cascada. Ich finde es echt schade, dass das Ding noch kein, dass diese Städte hier noch keinen Namen hat, dass die Städte noch keinen Namen haben. Ja, ich denke mal, dass ich fertig bin. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich denke mal, dass ich es durch habe. Also, ja. Ich werde mal ein bisschen lesen, ob es weitergeht oder ob ich jetzt schon wirklich durch bin, weil eigentlich sagt man mir, wenn ich fertig bin, werde ich zu Relaxo teleportiert. Aber wie ihr seht, ist das ja nicht der Fall. Aber ich habe keinen Zerschneider, von dem her schauen wir mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mal schauen, wann das Let's Play weitergeht. Bis dahin, viel Spaß!